Der Countdown läuft zur größten Kunststoffmesse der Welt. Die K in Düsseldorf bringt im Herbst wieder die innovativsten Unternehmen der Kunststoffbranche zusammen. Und wir von PlusTV besuchen einige von ihnen bereits jetzt. Heute zu Gast sind wir im österreichischen Ansfelden bei der Firma EREMA, wo ich mir von den Recycling-Spezialisten zeigen lasse, was sie für die K vorbereiten. Hallo, guten Morgen, Herr Hackel. Guten Morgen, Herr Marschall. Willkommen bei EREMA. Vielen Dank. Als ich das letzte Mal hier war, da waren draußen noch ganz viele Baggerzugänge. Die Erde rings um EREMA war auf links gedreht. Sie haben enorm viel gebaut. Heute ist alles anders. Es scheint alles fertig zu sein. Sie haben sich riesig vergrößert. Ja, sie sind einerseits fertig, andererseits stehen wir schon wieder vor der nächsten Bauetappe. In einem Monat bauen wir ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum hier an diesem Standort. Ich bin überzeugt, dass wir Ihnen vieles Neues zeigen können. Los geht's. Zur EREMA-Gruppe gehören aktuell 7 Unternehmen, die sich allesamt mit dem Recycling von Kunststoffen befassen. Mehr als 700 Mitarbeiter gehören dazu und hier am Stammsitz in Ansfelden ist die Begeisterung für die Kreislaufwirtschaft allgegenwärtig. Ja, wir haben Technologien in der Extrusion, haben wir 3 Firmen, die Firma EREMA, PureLoop und Plasmag, die sozusagen im Inhouse-Recycling sind. Wir haben auch die EREMA im Postkonsum und im PET-Recycling. Wir haben die Firma Keycycle für Anlagenbau und für Feasibility Studies, also gesamte und Key-Projekte. Wir haben die Firma Jumec, um Gebrauchtanlagen wieder zurückzukaufen und wieder dann in den Markt zu bringen, also Circularity im Firmenverbund. Aber auch natürlich die Firma 3S mit einer hochwertigen Zerspannungstechnik unserer Know-how-Teile. Und das rundet eigentlich das gesamte Portfolio sehr gut ab. Es klingt für mich nach einem One-Stop-Shop für das Thema Recycling. Da frage ich mich natürlich, wie kann man sowas auf einer Messe darstellen und ausstellen? Wie bringen Sie all das nach Düsseldorf? Das ist eine spannende Frage und es wird erstmalig sein, dass wir als Firmengruppe einen gesamtheitlichen Messestand haben, um sozusagen diesen Mehrwert, was wir dem Markt und den Kunden bieten, sehr klar auf den Markt zu transportieren, auf einen Stand, um sozusagen das Thema Circularity, was ja auch auf der K sehr wichtig diesmal ist, mit Klima und Kreislauf eine ganz dominierende Stellung zu haben, mit unseren Technologien, mit den Services, mit den Digitalisierungen und bestmöglich unsere Kunden zu bedienen und zufriedenzustellen. Wow, das ist sehr beeindruckend. Und welche technologischen Highlights werde ich da erleben können? Wir haben viele technologische Highlights im Firmenverbund vorhanden, die Sie dann später von Michael Heitzing im Detail erfahren werden. Jedoch wichtig ist zu verinnerlichen, dass all diese Technologien, die wir haben, darauf hinzielen, den Green Deal der Europäischen Union mit unserer Klimaneutralität zu unterstützen durch Kreislauf in der Kunststoffbranche. Das ist der Sinn der ganzen Sache und da freuen wir uns, das auf der K präsentieren zu dürfen. Herr Hackel, vielen Dank. Mich gefreut. Danke. Ja. Herr Heitzinger, was sind so die Kerntechnologien, die Sie vorbereiten? Von den Technologien haben wir ein ganzes technisches Bündel von über 40 Entwicklungsprojekten, die ich hier aufzählen könnte, zu lange wären. Aber ich darf Ihnen 2 Beispiele geben. Gerne. Einmal die großen Anlagen, die bis zu 4 und 5 Tonnen produzieren und die auch eine entsprechende Schneckengeometrie-Extrusionstechnologie benötigen. Das heißt, das muss anders aufgesetzt werden und diese Großanlagen brauchen auch andere Filtergrößen und das gesamte System. Bessere Extrusionstechnologie, größere Filter spielen in speziellen Kunden rein Energiesaving. Das heißt, all diese Technologien bringen dem Kunden den Vorteil, weniger Energie für das Granulat zu produzieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei den ganzen Technologien auch etwas dabei ist, das Sie so als Ihr Lieblingsbaby bezeichnen. Gibt es sowas? Ja, genau da stehen wir. Das sind meine 2 Technologien. Einmal genau hinter Ihnen. Das ist ein SSB Solid Stage Prozess, der von der Vacuunite vor 2 Jahren bei uns aufs Zeichenbrett gestellt wurde und jetzt schon 4 Großanlagen weltweit installiert hat. Wow. Es geht im Pet-to-Pet-Bereich, Bottle-to-Bottle, eine Vacuunite mit Stickstoff und einem Solid-Stage-Prozess. Und diese Anlage hier ist auch eine 1-zu-1-Anlage, wo Kunden trainieren können für ihre Mannschaft. Okay. Und das zweite Thema ist hinter meiner Seite, ist die Refresher-Technologie, geht klassisch in Qualität von Polyolefinen, den Geruch aus dem Material auszubekommen. Für diese Technologie haben wir 2021 am Plastic Recycling Europe den Award dafür bekommen, Best Technology. Und sage und schreibe, in diesem letzten Jahr haben wir 32 Anlagen hier verkauft und bereits auch schon die Hälfte fast installiert. Das ist Wahnsinn. Und ich werde mir jetzt noch von Herrn Breuer zeigen lassen, wie Ihr Messestand dort aussieht. Herr Heitzinger, vielen Dank. Tschüss, ich freue mich. Danke. Gerold Breuer, was kann der Besucher der Messe erwarten? Welches Erlebnis wird er bei EREMA vorfinden? Ja, die Vorfreude ist riesengroß.
nicht nur bei uns, sondern es ist auch eine Riesenchance für die gesamte Kunststoffindustrie. Recycling ist irgendwo von der Nische jetzt angekommen in der Kunststoffindustrie. Und auf der K-Messe wird dem Rechnung getragen. Die Themen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, das sind die Hauptthemen. Und das Thema Recycling wird besonders in der Halle 9 adressiert. Und hier wurden Lösungen entwickelt, die abhängig sind auch von der Region, von der Infrastruktur, von den Möglichkeiten in den jeweiligen Regionen. Und da haben wir unser Know-how einbringen dürfen bei den unterschiedlichsten Initiativen. Und wie zu Beginn gesagt, also wir werden da wirklich Lösungen präsentieren auf der K-Messe, nicht nur in der Halle 9, sondern auch bei uns im Circonomic Center, im Außengelände, das ja Teil vom Circular Economy Forum des VDMA ist. Aha. Wissen Sie was? Ich freue mich auf die K. Ich freue mich genauso. Wir sehen uns in Düsseldorf. Danke. Ciao.